Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu harmlos, haben viel Respekt gehabt von Niendorf, waren zu weit weg, haben kaum Torraumszenen gehabt. Ich glaube, wir hatten eine Strafraumszene in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich bin froh, dass wir dieses brisante Spiel für uns gestalten konnten. Also 3-1 hier zu gewinnen ist nicht einfach, wird nicht jede Mannschaft gelingen. Und man hat auch gesehen, Norderstedt ist auf jeden Fall eine sehr gute Truppe. Und wir haben uns zwar nicht schwer getan, wir haben gut gestanden und ich glaube auch etwas glücklich die Tore lernen gemacht. Also. Wir können ja hier nicht verlieren, wir können immer nur gewinnen oder lernen. Und heute gibt es wieder viel zu lernen. Wir haben viele Dinge gut gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit auch im Spiel nach vorne. Das hat schon gepasst zum Teil. Aber wir dürfen nicht diese Aussetzer haben defensiv. Dann werden wir bei jedem Gegner Probleme bekommen und dann wird es schwierig. Und da müssen wir ansetzen und das werden wir auch machen. Also wir müssen denn schon ein bisschen abgebrüder werden vor Tor, unsere Konter besser fahren. Und hinten haben wir sehr gut gestanden, nur wir haben erste Halbzeit ein bisschen viel zugelassen auf unserer linken Seite. Das konnten wir aber dann nochmal besprechen in der Halbzeit, haben es korrigiert. Und letztendlich haben allesamt die Spieler, die reingekommen sind, vollstens überzeugt. Und das macht Spaß, hier in dieser Truppe zu spielen und das freut mich. Wieso? Aber natürlich wollen wir immer versuchen, unter die ersten fünf zu kommen. Scheißegal, wie jetzt das Auftaktspiel gelaufen ist, das ist und bleibt unser Saisonziel. Nur wir müssen natürlich viel mehr tun und viel mehr arbeiten, um das dann letztendlich auch in die Realität umzusetzen. Wir bleiben bodenständig. Wir haben nur 3 Punkte heute eingefahren, nicht mehr und weniger. Wir haben zwar einen Derby-Sieg, ein brisantes Spiel gewonnen, aber das ist nur ein Spiel. Und nächste Woche kommt, glaube ich, ein Aufsteiger und wir konzentrieren uns Spiel zu Spiel.